Die Bloggerin des Jahres 2017 ist bei uns, Fräulein Read On. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Gegen große Konkurrenz durchgesetzt und danach auch noch eine tolle Rede oder was Tolles vorgelesen. Das hat dir wirklich am Herzen gelegen. Ja, also wir sind ja eine Gruppe von so 7 Frauen und wir schreiben seit sehr vielen Tagen, ich genau seit 318, jeden Tag eine Postkarte für Denise nach Silivri und wir haben auch Karten an Meshale Tolu geschrieben und ich finde das ganz wichtig, dass wir, die wir hier alle zusammenkommen und das Internet in unterschiedlichsten Formen repräsentieren, uns auch einsetzen für diejenigen und für alle Journalisten, die nicht arbeiten können und denen das Wort nicht frei ist. Und ich glaube immer noch, dass jedes einzelne Wort hilft. Und man sieht wieder, wie auch stark das Wort ist. Und du hast es betont, dass Machthaber auf der ganzen Welt das Wort fürchten. Ja, ist das nicht verrückt? Also wir haben insgesamt fast 1000 Postkarten geschrieben und Denise bekommt kaum eine dieser Postkarten. Und ist das nicht sozusagen eine irrsinnige Bankrotterklärung für ein Regime, das sich vor Postkarten, ich meine vor Postkarten fürchtet? Wer fürchtet sich denn vor Postkarten? Nur sehr, sehr schwache Menschen. Und das ist jetzt auch eine Bestätigung deiner und eurer Arbeit. Wie wollt ihr weitermachen? Wir schreiben weiter und wir schreiben weiter Texte ins Internet. Und ich hoffe sehr, dass dieser Preis Leute ermutigt, ihre Geschichten zu erzählen. Es ist nicht wichtig, wie groß der Account ist, wie groß die Reichweite ist, wie viele Follower man hat, sondern dass wir uns Geschichten erzählen. Und die Botschaft muss da sein. Ja, die Botschaft muss da sein und natürlich Read On, my dear, Read On. Read On, my dear. Danke dir. Herzlichen Glückwunsch, die Bloggerin des Jahres. Dankeschön und danke euch fürs Zuschauen.